Morgen. So. Guten Morgen. Haben wir noch morgen? Ja, natürlich haben wir noch morgen. Wir haben 20 vor 11. Ja, ich hatte irgendwie eine ganz, ganz blöde Nacht. Ich bin nämlich gestern Abend auf der Couch eingeschlafen und habe die ganze Nacht dann irgendwie verbogen auf der Couch geschlafen. War nicht so entspannt, aber egal. So, und jetzt werde ich gleich losfahren Richtung Biedenkopf und werde meinen Vater abholen und ihn wieder nach Hause fahren. Wir werden noch meine Oma besuchen und ich weiß nicht, wie sich das Wetter entwickelt, aber da ich ja wieder an meiner quasi alten Heimat vorbeifahre, habe ich mir überlegt, ich packe die Drohne ein und wenn es wettertechnisch passt, werde ich mal einen kurzen Flug über meine alte Heimatstadt machen. Also was heißt über die Heimatstadt? Ich werde den Berg daneben aufsuchen und dann vom Berg aus starten und mal kurz auf die Stadt runterfilmen. Man darf ja nicht drüber fliegen, ne? Darf man nicht, nein. Das ist auf jeden Fall der Plan. Inwieweit ich das umsetzen kann, weiß ich leider nicht. Ist halt wetterabhängig. Ja, ansonsten will ich mich mit der Fahrerei irgendwie beeilen. Ich habe relativ wenig Lust, heute den ganzen Tag im Auto zu verbringen. Nützt nichts, auf geht's! So, ich starte jetzt gerade durch und ich muss feststellen, es ist draußen schweinekalt. Brrr. Ja, es zieht sich auch zu. Mein Vater hat mich angerufen, hat gesagt, in Biedenkopf hätte es geschneit. Ganz toll. Beste Fahrbedingungen. Na gut, ich will trotzdem schauen, dass ich schnell durch die Gegend komme. Ich melde mich dann von unterwegs oder so. So, da fahre ich hier gerade so schön langsam durch die Serpentinen und sehe tatsächlich die ersten Schneeflöckchen dieses Jahr. Wie süß. Naja, also es ist jetzt nicht wirklich Schnee. Man könnte es Schneeregen nennen, aber es sind Flöckchen. So, dann bin ich da. Will ich mal klingeln. Schauen, ob mein Vater schon soweit ist. So, es ging jetzt eigentlich alles ganz flott. Auto ist schon geladen. Und wir fahren gleich weiter. Werden dann nochmal bei meiner Oma halten. Oma Hallo sagen. Und dann geht's wieder auf die Straße. Dann fahre ich meinen Vater nach Hause. Und dann hoffe ich, dass es noch hell genug ist, wenn ich im Raum Obernburg bin. Wenn es dunkel ist, brauche ich nicht mehr starten. Aber im Moment, wir haben es... Achso, ich habe meine Uhr heute nicht an. Wir haben es jetzt gerade irgendwie... Ah, ich habe ein Handy. Viertel nach eins. Mit Glück schaffe ich das noch alles. So, gut. Dann gehen wir jetzt mal kurz den Besuch machen. Und dann geht's weiter. Ja, hier fisselt es ein bisschen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das Schnee ist oder Regen, aber ich glaube eher Regen. Ja, meine Oma ist heute gut drauf. Hat uns erstmal losgeschickt, Kaffee und Kuchen organisieren. Prima Idee. Bei Schneeregen. Boah. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt was kriegen. Der Aufzug schließt sich. Wir fahren wieder. So, ich habe immer noch keine Uhr an heute. Wir haben es kurz nach drei. Also, ja, ein bisschen später als gedacht. Ich schätze mal, ich habe meine Drohne umsonst geladen heute. Weil bis ich jetzt meinen Vater abgesetzt habe und ich wieder dann in Obernburg bin, ist zu spät. Mach ich ein andermal. Gut, jetzt geht's wieder auf die Straße. Jo, jetzt sind wir hier knapp bei Aschaffenburg, aber es wird dunkel. Das heißt, Obernburg bei Tageslicht
ersten Drohne fliegen, keine Chance mehr. Muss ich dann ein andermal machen. Aber schön, dass ich sie geladen habe. Vielleicht haben wir jetzt die nächsten Tage mal schönes Wetter, dann kann ich die Akkus leer machen. Düster, düster ist es, aber wir sind da. Also, mach mal die Tür zu. Ja, hast du alles? Ja, ich habe alles draußen. Gut. Ja, düster ist es. Für mich quasi Zwischenstation. Ich fahre jetzt weiter nach Hause. Okay. Daisy. So, bin ich auch endlich zu Hause. Wir haben es jetzt kurz vor 6:30. Puh. Ey, was ein Tag. Die ganze Zeit am Auto fahren. Das ist schon echt nervig. Ja, jetzt mache ich mir schnell ein paar Maultaschen und dann mal gucken. Verkrümel ich mich, glaube ich, aufs Sofa. Ich bin sowas von durch für heute. Aber ja, ich melde mich nachher auf jeden Fall nochmal, wenn ich gegessen habe und ein bisschen runtergekommen bin und dann. Ihr wisst's. Jo, hi. So, einen ganzen Tag heute unterwegs gewesen im Auto und ja. Wahrscheinlich deshalb auch ein bisschen wieder nervlich angeschlagen. Und ja, dann rufe ich mein YouTube auf und sehe, es ist wieder mal ein Abonnent weg. Und es ärgert mich dann immer so. Da frage ich mich immer so, ey, was habe ich denn wieder gemacht? Also ich suche quasi dann immer so die Fehler so bei mir. Was habe ich gemacht? Und ja, keine Ahnung. Ich habe ja nie gesagt, dass ich ein spannendes Leben habe. So, so à la Casey Neistat oder so. Keine Ahnung. Habe ich nie gesagt. Das ärgert mich dann immer nur. Das war neulich nach dem Packvideo auch. Keine Ahnung, wir haben uns die Mühe gemacht, hier am aufgebaut und gemacht und getan. Ja, ich habe dann am nächsten Tag, ich glaube, 4 oder 5 Stunden an dem Video rumgeschnitten. Und am nächsten Tag kommt das Video online und zack, sind 3 Abonnenten weg. Wo ich mir denke, alles klar. Wenn es euch nervt, dass ein Video täglich kommt, dürft ihr keinen Kanal abonnieren, der Daily macht. Und ja, das ziehe ich halt durch. Und dass nicht jeder Tag spannend ist, sollte euch selber klar sein. Ich weiß nicht, bei vielen weiß ich einfach nicht, was sie sehen wollen. Und eigentlich ist mir auch egal, was ihr sehen wollt, weil ich ziehe hier mein Ding durch und es ärgert mich nur immer. Naja, nützt nichts, weil die Leute, die das sehen, sind ich nicht die, die angesprochen sind. Weil die, die gucken, sind auch die, die abonnieren, sondern die, die gucken, das sind ja auch die, die mir immer meine lieben Kommentare schreiben, über die ich mich freue. Von da an trifft jetzt mein ganzer Ausbruch hier wieder die Falschen. Aber es muss einfach mal raus. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Da steckt so viel Arbeit und Hingabe drin. Und so viel Zeit. Und ja. Und dann gehen die Abos flöten. Und ich denke mir, ja, gut. Wenn ich jetzt nicht den Grundgedanken hätte, dass ich das ja alles für mich mache, würde ich aufhören. Aber dadurch, dass ich es für mich mache, um zu halt später mal zu sehen, was ich gemacht habe, mache ich das weiter. Muss man nur mal schauen, wie sich das entwickelt. Also, wenn irgendwie Abozahlen gar nicht steigen oder halt immer abnehmen oder was weiß ich, dann stelle ich den Kanal auf privat und dann war es das mit Zuschauern. Dann mache ich es wirklich nur noch für mich. Aber
So weit ist es jetzt nicht. Wie gesagt, es gibt viel zu viele Leute. Da freue ich mich immer, dass ihr mir in die Kommentare schreibt und dass ihr meine Videos guckt. Und solange das so ist, ist ja auch in Ordnung. Ich habe nur auf diese ganze Wachstumsscheiße, glaube ich, keinen Bock mehr. Und ich weiß, ich habe eine Zeit lang auch intensiv Kommentare geschrieben bei Kanälen, die ich jetzt privat so nicht gucken würde, einfach um Leute auf mich aufmerksam zu machen. Aber das lasse ich jetzt. Also bleibt mein Kanal halt klein, aber ist egal. Dann ziehe ich mir auch nicht die falschen Leute. Die Leute, die den Kanal finden, die haben dann vielleicht Interesse dran. So. Genug geschimpft und gemeckert. Eigentlich habe ich nicht geschimpft und gemeckert, aber es musste mal von der Seele. Es kotzt mich an immer. Also genauso wie es mich euphorisch macht, wenn ein Abonnent dazukommt, genauso fertig macht mich das, wenn einer weg ist. Und dann ist es wahrscheinlich totaler Blödsinn. Also wahrscheinlich wurde ein Kanal aufgelöst oder es war irgendein Fake-Kanal, der mich abonniert hatte und der jetzt aufgelöst oder gelöscht wurde und deshalb ist ein Abonnent weg, aber trotzdem trifft es mich, weil ich kann nicht dahinter schauen. Ich weiß es nicht. Aber egal, es musste jetzt mal raus, ein bisschen Luft machen und morgen geht's wieder weiter. Wir sehen uns.